DJ Bobo? DJ Bobo. Meine Lieben, wir haben jetzt schon mittags, wir haben mich gefilmt und ich glaube, ihr wisst warum. Ihr habt es ja kurz gesehen, ein Kindchen. Kein Zeit, kein Zeit. Und jetzt sind alle zu Hause. Und Joanna auch. Holst du die Joanna zum Mittagessen? Hol die mal zum Essen. Ruf mal Papa. Papa, Papa. Ja. Ja. Heute gibt es Hackbraten mit Kartoffeln und Salat und Süßchen aus dem Thermomix. Und Domi ist auch zu Hause zum Mittagessen. Halb Urlaub. Halb Urlaub schon. Hübscher Domi. Morgen und noch ein bisschen, Donnerstag noch ein bisschen. Was? Was? Abschlussmeeting. Und da steht, heute wird Tannenbaum gekauft. Sonst lohnt sich das nicht mehr. Yay! Tannenbaum! Tannenbaum! Quentin, Tannenbaum? Tannenbaum, Quentin. Deshalb könnt ihr wieder ganz verwirrt, ein Baum im Haus. Yes. Und Joanna! Ja? Essen! Nein! Doch! Nein. Doch, doch! Nein. Komm, komm! Essen, essen! Na, Papa! Papa, Papa, was ein dummes Wort. Wasser. Ja, ich hab Hunger. Richtig Hunger. Very hungry today. Ich bereite schon vor. Soll er schon mal vorfertig? Was ist warum? So, meine Hübschen. Wir fahren jetzt Tannenbaum kaufen. Und zwar mit zwei Autos. Dominik ist schon vorgefahren. Wir fahren jetzt direkt hinterher. Und dann hoffen wir mal, dass wir ihn schön finden. Ja, Schatz? Wann schmücken wir heute? Morgen. Heute müssen wir den aufstellen, damit der so ein bisschen sich setzen kann. Und morgen schmücken wir den dann, okay? Mhm. Gut. Ab da. Also hier ist es behindert, da nicht. Also die beiden hier? Genau. So, auf geht's. Papa. Da sind sie! Die größeren? Die größten Baum aller Welt. Aller Welt. Aller Welt sogar. Ich glaube, das heißt aller Zeiten. Schauen wir mal. Brauchen wir eine neue Tür? Ja, irgendwann mal, wenn wir ganz reich sind. Lamia, komm, da ist der Papa, guck mal. Da ist der Papa. Hallo! Hallo! Da ist Beton drauf, ne? Mit Zauber drauf? Bäh, mit Zauber drauf. Stehen bleiben. Ich will nicht da stehen, die bleibt da nicht stehen. Auf den Igel. Da. Wo ist ein Igel? Ach der, wie süß. Der Elefant da. Mad Igel ist mir aber lieber. Oh, Mad Igel, super. Oh. Papa, nein. Oh, Posch. Ja. Tannenbäume. Yes, das ist doch schon schön. Krumm und schief. Wir wollen einen Baum mit Charakter haben. Charakter soll er haben. Der hier ist auch schön. Was ist mit Lamia hier eben? Ja, die müssen ja auch einen aussuchen. Hm? Jetzt einer vom Kopf und hinten sind wir schon mal ein bisschen. Soll ich mal ziehen? Selben Zeit. Du blühst dich nur zur Sommerzeit. Du blühst dich nur zur Sommerzeit. Oh, Tannenbaum. Du bist verrückt. Oh, Tannenbaum. Fällt dir dein Baum im Haus? Ist laut hier. Sommerzeit. Sommerzeit. Ja. Selbst bei mir weiß es besser als du. Sommerzeit. Ach, die ist wieder absicht. Zeit! Zeit!
steht. Yay! Sehr schön. Jetzt muss er ein bisschen setzen. Das hat Lamia sich ausgesucht. Fand ich total süß für so unter dem Baum. Und ja, Tannenbaum. Oh, ich liebe den Geruch von einem Tannenbaum im Haus. Dominik ist draußen und saugt sein Auto. Und ich genieße den Tannenbaum gerade. Schön ist er geworden. Einen guten Tannenbaum ausgesucht, muss ich sagen. Dieses Jahr mal wieder. Dominik hat ein gutes Auge dafür. Und jetzt muss er sich, habe ich ja schon gesagt, ne? Setzen soll er sich. Und morgen schmücken wir den dann schön. Ich brauche aber noch Lametta. Die hatten bei Obi kein goldenes Lametta mehr. Stehen zwei Schuhe und die sind genau so müde, gehen jetzt zur Ruhe. Hallo, wo ist die Lamia? Lamia? Wo bist du? Meine Lieben, wir haben jetzt 6 Uhr, der Dominik bringt gerade die Lamia ins Bett und gleich holen hier auch schon Dominiks Gäste ein, sein Papa und sein Cousin, der Janik kommt, da gucken die Fußball und ich weiß nur gar nicht, was ich mache, weil dann ist Jonna ja auch im Bett, die ist noch in ihrem Zimmer und macht da irgendwas geschenkemäßig für sich, die dürfen wir nicht reinkommen, war ja gerade nochmal eben schnell bei Rossmann, ich zeig euch mal eben was. Da hat die Jeanne schon die ersten Geschenke drunter gemacht. Voll putzig. Für uns. Voll süß. Und da war ich bei Rossmann. Und hab dort. Und die mach ich mal leiser. So.
und habe dort, was habe ich denn gekauft? Zahnpasta für die Kinder. Habe ich Lametta geholt, weil wir kein Lametta mehr hatten. Und bei Opi hatten die auch kein Lametta. Yes! Lametta ist eh das Geiste. Und Rasierschaum für Dominik. Wilkinson. Kakaoschaum. Bin mal gespannt, wie er das finden wird. Dann Listerine Total Care in Lila. Ich fand die Farbe so schön. Und das ist, glaube ich, auch mit das Beste. An Mundspülung. Ja, dann halt Zahnpasta für Joanna. Zahnpasta für Lamia. Die ist dann aber wie Gummibärchen. Muss man immer aufpassen. Und dann war ich noch schnell bei Depot und habe mir überlegt, dann doch ein, zwei rote Kissen zu holen für die Weihnachtszeit jetzt. Und ich dachte eigentlich, die hätten schon ein bisschen was reduziert, aber hatten die leider nicht. Das ist natürlich doof, aber egal. Ich habe dann jetzt eins geholt. Und zwar das hier. It's cold outside. Und ich finde, es tut der Couch ganz gut, so ein Farbklecks. Und jetzt vielleicht noch eins mit einem Rentier oder irgendwie sowas. Dann reicht das ja schon. Cool. Ja, mir gefällt es ganz gut. Ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. So ein bisschen. Und die hier habe ich noch geholt. Aber die sind von Shibo. Fand ich echt total süß. Aber ich glaube nicht, dass ich das hier lasse. Ich denke mal, dass ich die da hin tun werde. Ja. Dass sie dann hier sind. Ich glaube, hier ist besser. Aber selbst hier hat bei mir sich schon in die Schule hingestellt und klettert immer da drauf und spielt Telefontante. Ich glaube, hier ist schön. Oder? What do you do? What do you think? Ich weiß nicht. Sieht auch schön aus. Aber das Ding passt da jetzt nicht so wirklich. Was ist, wenn ich das jetzt hier hin tue? Ja, gefällt mir schon mehr. Das ist Fern. Der Telefon gehört das. Also dahin. Das sieht schon besser aus. Und ja, meine To-Do, maybe. Ja, ist schon ein bisschen, ist nicht perfekt, aber ich glaube, ohne das wird es schöner aussehen. Ja, definitiv schöner. Aber ich brauche das jetzt erstmal hier. Erstmal lassen wir es so. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Und der Dominik kriegt jetzt gleich noch Besuch. Da kommt sich einer das Lego angucken von ihm. Vielleicht verkauft er das. Für wie viel? Jeweils 17 habe ich die drin. Jeweils 17 und wie viele hast du? Also zwei, ich habe zwei Sets. Wir haben jetzt 10:30, wir werden jetzt schlafen gehen. Bremen hat gewonnen. Gäste sind weg. Ich habe ein bisschen, als die Jungs geguckt haben, ein bisschen die Küche aufgeräumt, die Schränke ein bisschen umgestaltet und aufgeräumt. Und ja, heute habe ich jetzt nicht so viel erzählt und auch nicht so viel gefilmt, weil ich, wie gesagt, heute Morgen viel Weihnachtsvorbereitungen gemacht habe. Und damit geht es auch morgen direkt weiter. Und dann muss ich um 5 Uhr arbeiten gehen. Deswegen werden wir jetzt schlafen gehen und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen. Tschüss, meine Hübschen.